Danke, Herr Kollege Schennach, dass Sie jetzt die Regierung verteidigt haben. Sie werden dann sicher noch ein Dankeschreiben von der Ministerin kriegen. Wahrscheinlich dann können Sie, aber schau, Herr Schreuder, Sie können sich ja beim Schennach persönlich bedanken, ist ja ein alter Parteikollege von Ihnen, er hat halt nur die Farben gewechselt zu den Sozi. Aber gut, er kennt sich ja ganz gut. Was anderes will ich sagen, wenn man sich da herstellt und dann behauptet, das braucht man für das Volk, den Öffentlich-Rechtlichen, und wir brauchen die Zwangssteuer für das Volk, weil dieser Fernsehsender gehört dem Volk. Erstens, Herr Kollege Schennach, ich biete Ihnen jetzt hochoffiziell meine Anteile an. Beim ORF, Sie können die bei mir abkaufen und dann brauche ich die Zwangssteuer dieser Ministerin nimmer zahlen, wenn das so wichtig ist. Und jetzt schreiben wir einen Zwischenschrei. Jetzt haben wir einen Zwischenschrei von der Kollegin Schumann. Die schreit rein und das ist keine Demokratie. Dann was ist Demokratie? Soll ich Ihnen sagen, wie? Nein, so funktioniert Demokratie, hat sie reingeschrien. So funktioniert Demokratie, okay. Sie hat reingeschrien, so funktioniert Demokratie. Frau Kollegin Schumann, wissen Sie, wie Demokratie bei diesem Gesetz funktioniert hätte? Eine Volksbefragung, den Österreicher befragen, ob er bereit ist, Zwangsabgabe zu zahlen oder nicht. Ganz einfach. Dieser Sender, dieser ORF, kriegt jetzt 30 Milliarden Euro pro Jahr. Millionen. Entschuldigung. 30 Millionen Euro pro Jahr. Ja, ich habe mich selber korrigiert. Euch wäre es eh nicht aufgefallen. Ich habe mich selber korrigiert. 30 Millionen Euro pro Jahr. Und jetzt fehlen ihm 180.000 Euro, damit er die Banzen da zahlt. Und das ist Ihnen nicht einmal zu blöd. Dann stellen Sie sich her und sagen, der ist so toll. Und dann noch behaupten, die FPÖ will den ORF abschaffen. Ausgeschrieben gehört es endlich einmal. Öffentlich ausgeschrieben und dann gehört gesagt, was ist der Auftrag? Wer erfüllt den Auftrag? Und dann schauen wir es an. Wo sind wir denn? Ihr alle sagt, der hat einen öffentlich-rechtlichen Auftrag. Wo ist denn der ORF bei den Übertragungen des Bundesrates? Nichts wird übertragen. Ja, wird übertragen heute. Herr Kollege, habe ich was versäumt? Wird heute in ORF 3 übertragen? Ah, na gut, der Kollege links von Ihnen hat aufgepasst, es wird nicht übertragen. Ergo, was ist mit dem öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag? Aber das ist der Unterschied, der Kollege rechts neben Ihnen schimpft sich ja Professor, deswegen weiß der mehr. Ergo, kämpfen wir doch gemeinsam, dass auch diese Sitzungen live übertragen werden. Aber was macht ORF noch? Jetzt haben wir die besten Kameras da, man kann von außen zugreifen. Was macht ORF noch? Auch die Nationalratsdebatten beendet er und sagt dann um 17 oder 18 Uhr, ab jetzt könntest du nachschauen in der TV-Thek. Jetzt übertragen wir die Debatte nicht mehr vom Nationalrat, weil jetzt kämen vielleicht unwichtige Themen oder nicht. Wir übertragen gar nicht mehr. Und der Bundesrat wird überhaupt nicht übertragen. Jedes Mal in der Präsidiale diskutieren wir es. Geht wer hin zum ORF, redet damit. Jeder Präsident muss hingehen, betteln, dass überhaupt übertragen wird. Das ist doch Bittstellerei. Was hat denn das mit dem Öffentlich-Rechtlichen zu tun? Und dann wird er noch verteidigt von Bundesräten, die ja vom ORF gefrotzelt werden andauernd. Dann sitzt da die Ministerin, der haben wir das in Anträgen mitgegeben, haben wir gesagt, wenn Sie dieses Gesetz schon verhandeln, dann verhandeln Sie wenigstens rein als Auftrag, wenn er es schon nicht freiwillig machen will, ORF, dass er gefälligst alle Sitzungen des Nationalrates und des Bundesrates zu übertragen hat. Das ist Information für den Bürger. Der soll wissen, was abgeht, wie über ihn abgestimmt wird. Das ist der öffentlich-rechtliche Auftrag. Reden wir über das, hängen wir uns ein, da sind wir sofort dabei, wenn es heißt, alle Sitzungen übertragen, live und in voller Länge. Und da braucht man nicht hintenrum und heimlich und ein bisschen heuchlerisch über Demokratie reden, Frau Kollegin Schumann.